Mercedes reitet voll auf der Elektrowelle. Der EQS bildet dabei zwar die Spitze, aber die Marke mit dem Stern hat schon angekündigt, dass auf dieser Plattform auch ein SUV entstehen soll. Die Technik dafür kommt direkt von der elektrischen S-Klasse. Das bedeutet Allrad dank zweier Motoren an Vorder- und Hinterachse. Die Akkus werden im Boden Platz haben und in der Top-Version 108 Kilowattstunden Batteriekapazität mitbringen. Die Leistung dürften in der Spitze bei 530 PS liegen und das sind alles Daten, die man beim EQS schon nachlesen kann. Spannend wird es aber bei zwei Themen, bei der Reichweite und beim Namen. Beim ersten Punkt könnte man zwar auch beim EQS nachgucken, aber da stehen 770 Kilometer laut WLTP als maximale Reichweite. Und das wird die SUV-Version aufgrund des hohen Gewichts und des schlechteren CW-Wertes aber nicht hinbekommen. Es wird also interessant zu sehen, wie weit man mit dem Luxushochsitz fahren kann. Die zweite Frage wird auch nicht einfach zu beantworten sein. Mercedes hat eigentlich nur noch den Namen EQG frei, den soll aber die elektrische G-Klasse bekommen. Insofern wird der eGLS wohl einen anderen Namen brauchen. Unser Vorschlag: EQGS.